Lernen wir auch wieder. Einige haben jetzt gerade mitbekommen, dass die Aufnahme auf einmal aufgehört hat wegen den 4 GB. Na egal. Machen wir weiter. Wie wär's, die Bänder auf seinem Kopf zu schnappen? Gute Idee, Olivia. So, wie mache ich das denn jetzt? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich gebe mal ein bisschen Geld aus für Zeit. Und ich wette, ich muss das so drehen. Ich glaube, ich mache das so. Da ich direkt auf den Faltkreis zu. Schon wieder noch ein KP. Bei dem ist doch etwas faul. Der Gegner am Zug, ein Scheißdreck am Zug. Aber jetzt heilt er sich auch wieder, ne? 4 KP, das ist doch... Ups. Nein, ich bin im Gummi eingeknickt. Scheiße. Ja, toll. Ich konnte mich nicht rühren. Ich konnte nur diesen komischen Sprung machen. Oh nein, er hat dich mit den Gummibändern gefesselt. Glaubst du, du kannst... Glaubst du, das kann man irgendwie vermeiden? Ja, hoffe ich zumindest. Ach, was macht er da? Jetzt macht er die Chose wieder. Nee, erstmal das hier drehen. Nee, das funktioniert auch wieder nicht, ne? So, dann machen wir das einmal so. Nee, dann habe ich ja den Einschalter nicht mehr. Ne? Wenn der... Warte mal, stopp, ein bisschen Zeit noch holen. So, 15 Sekunden. Also wenn der so läuft, da kommt der da, dann läuft der in die Richtung. Ne? Also, nee. Ja, muss der so laufen? Ich meine, ich finde das jetzt beschissen, wie ich das angeordnet habe, aber... Dachte ich mir. Ja. Dachte ich mir. Jetzt kann ich nicht angreifen. Jetzt macht der die Chose auch wieder. Ich kann jetzt hier wieder warten, bis der wieder seine KP alle verloren hat. Ne, das ist doch dieses typische. Was ist das denn? Hallo? Betrug. Wahrscheinlich musst du immer zwischendurch abwehren. Das ist doch Betrug. Komm schon, Leute, jetzt macht keinen Stress. Alter, ich bin gleich am Arsch. Neue Aktion, ja gut. Toll. Ja, wenn er da hinläuft. Mhm. Bisschen Geld. Ich könnte Heilung gebrauchen. Ja, Heilung kriege ich nicht, oder wie? Also wenn der so läuft, dann läuft er da hoch, dann kommt er da entlang. Ja. Scheiß drauf, ja. Dann. Nee, das ist halt wieder so falsch, ne?
Ja, das war doch gut. Und dann nutzt jetzt die Falt an, Mario. Schon wieder dieser Kacken. Schon wieder nur ein KP, was soll das? Ich bin jetzt am Arsch. Ja, aber Items kriege ich auch nicht, ne, ne. Jetzt komm. Mach's richtig, Mario. Mach es richtig, Gummischnipsel. 1 KP habe ich noch. Scheiße. Gut. Gucken, ob ich diesmal... Ja, okay, ich habe ein Herz. So, du läufst auf das Angriffsfeld. Na, 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 na. Hey, was mache ich hier eigentlich? Hä? Also nochmal. Ich muss... Ja, so wäre das richtig, genau. Habe ich schon mal Heilung? Genau, dann läuft er da hin und auf das Feld hinzu. Ja, ist doch richtig. Was war daran eigentlich falsch? Verstehe ich gerade nicht. KP, oh mein Gott, er hat nur noch richtig wenig. Und das ist eigentlich seine eigentliche Form. Gegner ist am Zug, okay. Schau, wie das Band wankt und wabbelt. Irgendwie voll eklig und schwer zu greifen. Ihr Vandalen, meine Blöße. Und ihr das, und das mitten im Rampenlicht. Ihr habt mich zum Alleinunterhalter degradiert. Das sollt ihr mir büßen. Zeit für naturalistische Methode. Ah. Was? Betrug! Das war kompletter Betrug. Ich hab keinen Fehler gemacht. Du Scheißkeck, Alter. Das war ja kompletter Betrug. Ich hab keinen Müll, ich hab nichts gemacht, ne? Ich hab dem einfach alles abgezogen, auf einmal rasiert er mir hier. Ja, überspringen. Ja, diesmal rasiere ich ihn, aber der Bosskampf reicht mir jetzt. Ja, halt die Fresse. Blöder Sack, Alter. Ja, komm, beeil dich, denn jetzt ein Gummibänder. Aber vor allem, ne, der tut sie eigentlich auch selber weh. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Egal. So, der läuft auf den Einfeld hinzu. Haben wir direkt schon alles gepackt. Also ich mache jetzt hier keinen Scheiß mehr. Ich ziehe ihm direkt die 50 KP ab. 80 KP, ihr wisst was. Komm, Faltarm, ich bin gespannt. Komm. Oh, 24 KP war das. Okay, nur ein Exzellent. Ja, mich tut das nicht interessiert im Scheißdreck, dass dir weh tut, aber. Wow, mit 3 KP kriegt er den halben Bauch wieder vollgeschlagen. Ja, toll. Das ist doch einfach nur dumm. Zumindest habe ich alles abgewehrt, sodass ich fest gefesselt bin. So, jetzt versuchen wir es aber mal. So, wie machen wir das denn jetzt? Einschalter direkt wieder am Anfang hin platzieren. Ja. Ja, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ja, jetzt macht das gar keinen Sinn. Aber dann müssen wir das so drehen. Genau. Nee, falsch. Also nochmal. Das hier zu mir hindrehen. Extra, exakt so. Dann das hier hin. Ich glaube, das war richtig, wie ich das gerade gemacht habe, ne? Heilung. Genau. Bam, bam. Und da ganz vorne bin ich jetzt. Ja. War doch richtig. Ich glaube, ich muss es immer erst mit den Faltarmen machen, weil so Chris
Oh. Das ist halt der einfachste Boss überhaupt. Also, naja, neben der Buntstifte-Schachtel. Aber das war halt mal echt dumm. Ich meine, der hat echt noch Stil und kann sich auch bewegen wie so ein richtiger... So eine richtige Person. Und der und die Stiftebox war einfach nur so eine bewegende Kiste. Metallkiste, die keine gejuckt hat. Ja. Jetzt kommt das wieder. So, wie mache ich das denn? Jetzt das gucken. Laufen. Okay, dann... Der Einschalter. Nee, was mache ich hier eigentlich, hä? Genau, so muss ich das machen. Dann den Einschalter hier hin platzieren. Nee, dann habe ich einen Fehler gemacht. Also ich muss schon den Einschalter betätigen. Oder doch nicht? Der Standby-Modus. Ach, jetzt habe ich wieder die Nase voll, Alter. Dann muss ich gleich abbrechen, Alter. Ja, irgendwie muss ich das doch machen. Ich mit einfach Glitzerwurfhammer, ob ich dem damit ein paar KP abreißen kann. Boah, 17 KP, Alter. Wie der aber auch schön gebaut ist mit den Körperteilen. Sieht nämlich schön aus. 22 KP wieder Heilung. Ach toll. Okay, diese Attacke konnte ich irgendwie nie abwehren, so schwer ist die. Wenigstens ist der Faltkreis aktiv. Jetzt kommen wir auf die große Stelle. So, wie machen wir das jetzt? Laufen. Ne, wir müssen weit nach vorne. Das wäre schon mal wär schon mal möglich, ja? Okay. Eigentlich ist es ja auch eine schöne Abwechslung, mal sowas zu zeigen. Oh, zwar nur Spitze, aber 23 KP abgezogen. Wahrscheinlich ist das immer der finale Endteil des Ganzen. Oh mein Gott, nur noch 4 KP. Tja, jetzt bin ich am Arsch. Okay, wir jetzt gucken. Laufen. Ja. Genau. Gucken, wo kann ich das jetzt hin platzieren? Also wenn ich jetzt so hinlaufe, so, dann gehe ich zum Scheiße. Ja, dann muss ich das leider reinschneiden und muss das dann so beenden. Dann sage ich euch einfach einen schönen Tag, wünsche ich euch noch. Bis dann und ciao.